Recht herzlich willkommen zur 128. Folge von City Skylines. Ja, wir sind hier drinnen im Spiel und unser Ziel war, wir wollten ein Pilotprojekt machen mit der Heizung. Dafür hatten wir schon geguckt. Das war, nee, hatten wir noch nicht, doch hatten wir glaube ich schon reingeguckt, dass wir hier noch was kaufen. So ein Stück Land, ne? Da müssen wir nochmal überlegen. Hier 93, Autobahnanschluss, Straßenanschluss, was ist das? Ausgehende Verbindung, kein Schiff, okay. Erz ist das, ne? Ja, und das wäre Öl, genau, und Agrar und Forstwirtschaft. 93. Hier ist das 90, das gleiche wie eben, außer keine Bahn. Hier ist es auch so, auch keine Bahn. Da ist Öl anstatt Erz. Und ausgehende Verbindung. Warte mal, das war noch Straße. Okay, und Flughafen ist überall, ist klar. Okay. Hier ist eine Bahnlinie mit Erzvorkommen. 97% ist hier mit Autobahn. Straße. Wir haben aber hier gar nichts. Und da oben ist Erz. Was war hier nochmal? Auch nichts. Und da? Also die sind fast identisch, oder was? Nee, so. 90, ja, wenn wir nur Agrar haben wollen und bauen wollen, dann wäre das das Ideale. Wollen wir ein paar Rohstoffe haben, wäre hier, ne, da nicht, da, Öl, hier Erz, aber Öl, aber die Baubedingungen ist hier mit 90 dann besser und Erz, hier sogar 94 mit Erz. Was haben wir für eine Anbindung? Autobahn, keine Bahn. Da wäre auch keine Bahn. Da wäre Bahn. Aber nur 71% wegen dem vielen Wasser. Ist hier eine Dingensanbindung? Nein. Ja, Autobahn und Bahn ist da oben. Oder wo war das jetzt da? Da war das. Und 97%. Hier ist 98%, aber mehr Agrarmöglichkeiten. Hier hatten wir Bahn und Autobahn. Aber das ist egal, das können wir ja erschließen. Wir kaufen mal den. Da gab es kein Wasser. Naja, jetzt ist auch egal. Jetzt haben wir gekauft. Gut, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir da noch Autos hinkriegen. Da müssen wir noch ein bisschen was umbauen. Also Bahnhof ist klar, da hinten. Ja, vielleicht wäre es mit dem Bahnhof am sinnigsten erstmal anzufangen, oder? Da. Da. Den. So mittig rein, oder? Aber er sagt jetzt natürlich keine Straße, ne? Das heißt, wir müssen erst eine Straße haben. Und dann eine große Straße, würde ich sagen, ne? So oder so. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die Bahn da auch hinpasst noch, ne? Ja, das geht sogar. Würde ich jetzt einfach mal da hinschieben und gleichzeitig den anderen nicht dahin machen, ne, weil ja, würde rein theoretisch was funktionieren. Ne, ich glaube, da müssen wir die Straße gerade verlängern. Wie haben wir denn da jetzt gebaut? Achso, die erste einfach, ne? Machen wir mal so. Dann nochmal die Bahn nehmen. Und den dahin. Jo. Gut. Und dann würde ich sagen, Gleise dran machen. So, oder? Und den würde ich mit dem da verbinden.
Und dann da. Wieder nach da. So, fast, oder? Können die überall hinfahren. So. Die haben kein Wasser, die haben keinen Strom. Das ist auch klar. Dann kümmern wir uns erstmal um Strom, oder? Was sollte man hier hin machen? So ein schickes Kraftwerk hier. Nicht wirklich, oder? Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Hier ist noch ein Kernkraftwerk. Nee, das ist ein Staudamm, den haben wir sowieso nicht. Das wäre Ölkraftwerk. Kohlekraftwerk und hier wäre was mit Wind und Solar. So ein Kombinationsding. Und nur Wind? Oh, würde da sogar hingehen. Würde ich aber da gar nicht bauen wollen. Aber hier vielleicht. So, läuft schon. So. Und der geht nicht mehr. Doch. Aber dann nicht mehr. Andere Seite, geht noch was. Und da? Nee, oder? Nein, geht nicht mehr. Aber Strom haben sie erstmal genug. So, Wasser ist dann das größere Problem. Aber das war ja auch diese Sache, die wir machen wollten, ne? Und da machen wir einfach so das mal dahin, oder? Oh, das sind dann 4 Leitungen. Sehr interessant. Wasser läuft schon. Aber Heizkraftwerk dann halt noch nicht. Ja, gut, das müsste man dann upgraden, ne? Und die haben noch keinen Strom. Dafür müssten wir dann mal hier am Bahnhof so ein schönes Kommerz machen, ne? Dazwischen passt schon. Oder hier vielleicht die Hälfte nur. Mach mal weg. Mach mal weg. So. Und die andere Hälfte so. Passt. So, wenn da was kommt, dann ist gleich auch der Stromanschluss hier da, ne? Was haben die denn jetzt hier für ein Problem? Nicht genügend Wärme. Ah, alles klar. So, dann das Wärmekraftwerk an Angriff nehmen, oder wie ist das? Kesselstation und das ist Geotherme Heizkraftwerke. Ah, da muss man wahrscheinlich irgendwie auch was haben, wo die Wärme herkommt, ne? Sehe ich jetzt hier gerade nicht so, ne? Na, dann bauen wir das da erstmal hin. Komm, das bauen wir da hin, dann ist das zwar belegt, aber das ist dann doch okay, oder? So, jetzt haben wir das geschafft. So, die sind alle warm. Die bauen auch schon Häuser. So, dann sind die glücklich, oder wie sehe ich das? Hier würden dann wahrscheinlich auch gleich welche bauen, wenn es ginge, ne? Aber da ist noch nichts eingetragen, deswegen geht das noch nicht. Gut, dann haben wir das schon mal gemacht. Dann ist das ja schon okay eigentlich. Die freuen sich auch alle. Die haben wahrscheinlich keine Vielkauf, heißt der Laden, okay. Und die, naja, da könnte jetzt Industrie wohnen. Gut, dann müssen wir noch mit einer Straße da rein. Und ich würde jetzt sagen, die Autobahn müsste dahin, ne? Dafür müssen wir aber erstmal diese hier, glaube ich, abreißen. Die bringt uns da nicht ganz so viel. So, und dann wäre hier so ein schickes Dreieck gut, ne? Müssen wir mal passend drehen, so. Passt aber wahrscheinlich vom Arm. Ja, das wird schwierig, das da hinzubauen, ne? Ja, gut, das bedeutet, wir müssen da erstmal die Straße ein bisschen abreißen, damit da keiner mehr fahren kann. So. Und ja, den lassen wir noch runterfahren und dann sperren wir das hier auch ab.
So, dann kann da keiner mehr drauf fahren und in der anderen Richtung müssen wir das hier so machen. Die sollen dann da mal runterfahren. So, dann kann da keiner mehr drauf. Und hier machen wir das gleiche mit dem Stück, dann kann da auch keiner mehr drauf. So, das bedeutet, die Straße ist brachliegend. Das mal weg. Und nochmal geguckt. Wir können das ja auch ein bisschen so schräg vielleicht machen. Aber das funktioniert auch nicht. Da wird es schon mal gehen, ne? Aber das ist zu weit da. So, das bedeutet, da muss noch was weg auf jeden Fall. Das muss ein bisschen abgerissen werden dann. Komm, mach die Abfahrten erstmal ganz weg. Das bis zur Brücke auch. So, und dann nochmal checken. Guck mal, das würde schon fast gehen, ne? Geht das so? Springt er da dran und dann nicht. Gut, ich glaube, das geht so. Zack. So, dann ist das Autobahn, ist das Lärmschutz. Auf jeden Fall von da bis nach da, ne? Das funktioniert. Und das funktioniert dann auch. Das funktioniert auch. Und das funktioniert auch. Wunderbar. Dann ist er schon angeschlossen und die können wieder fahren. Und wir haben hier noch eine Straße, die dann da weitergeht. So, diese ist natürlich weg. Ja, und dann müssen wir dieses da so ein bisschen reinfahren lassen. Ist jetzt gerade dunkel, ne? Aber ist egal. Ich glaube, hier wäre schon nicht schlecht, oder? So. Kann sogar noch weiter eigentlich, oder? Wo fährt denn die Eisenbahn lang? Sieht man jetzt im Dunkeln nicht. Da ist er. Ach so, am Ende vielleicht ein Kreisverkehr und der könnte dann an die Bahnhofstraße gehen. Dann lass uns mal erst den Kreisverkehr gucken. Kleiner und großer. Ja. Ich glaube so, oder? Was ist denn das? Eine sechsspurige Straße und das war auch eine sechsspurige. Dann geht das ja schon mal, ne? Das wäre dann die. Ne, das wollen wir jetzt mal schicker machen. Hier mit so einem Bogen, ne? So, das sieht doof aus, ne? Gut, aber egal, ist jetzt so. Und hier müssen wir die Straße wegmachen, damit die Autobahn da dran kommt. Und wir können eigentlich der Autobahn direkt dran, oder? Ja, komm, dann machen wir die gerade. So, warum macht ihr das so? Ich will das so nicht. Gut, machen wir so und dann da so rüber. So weit wie möglich. So. Und dann von da bis nach da dran. Passt. Sieht ganz gut aus, oder? Und von hier nach dahin. Gefällt mir so nicht. So gefällt es mir aber. So, und das ist die Autobahn. Die ist dann auch schon angeschlossen, ne? So. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir soweit erstmal, dass wir
die Grundzüge drin haben. Die Kreuzung. Oh, warte mal, da ist irgendwo noch ein Einbahnstraßenschild. Ach so, wir haben die Anschlüsse nicht weiter fortgesetzt. Alles klar. Da hat man ja gemacht, damit da keiner fahren kann, ne? Und hier bestimmt auch irgendwo, ne? Ja, hier. Jetzt geht das nicht, ne? Ist nicht wahr, oder? Das war doch eine Bahn. Na toll. Das war eine Autobahn. So, das ist wieder durchgängig. Und jetzt hier. So, jetzt passt es wieder, ne? So, jetzt kann der Verkehr auch hier wieder lang fließen. Gut. Schauen wir mal, ob das auch passiert. Warte mal, hier mal. Ne. Achso, hier hat man die Auffahrt weggenommen, ne? Ne, da haben wir keine Auffahrt weggenommen. Hier haben wir die Auffahrt weggenommen, ne? Ja, das wird dann wieder schwierig, die da hinzukriegen, oder? Das war das. Da einklinken. Und da so rüber, oder? Ja, passt. Und von denen. Da so rüber. Dann geht er aber ganz runter, das will ich nicht erstmal. Der soll erstmal oben bleiben. So passt's. So, die können auch da runterfahren. Und diese hier können dann da lang fahren. Können sie das? Ist die Frage, ne? Ah, da war gerade ein Punkt. Wo es ging. Nicht schön, aber selten sehe ich das. Ja. So, die kommen, können da hochfahren. Die kommen von hier, können da hochfahren. Und hier ist es so. Die können nämlich auf die Bahn fahren. So sieht's aus. Runter. Runter. Und geht da nicht dran an so ein Shit. Da wird's dran gehen, aber wie, ne? Das ist die Frage. Der erste fährt oben rüber. So, nochmal abreißen. Und nochmal setzen. Ja, jetzt geht gar nichts, oder wie sehe ich das? So, runter. Und hier hinten einmal einklinken, bitte. Das will er nicht. Das ist doof. Dann auf ein neues weg. Drehen wollte ich so. Dann nochmal hier. Das wäre es gewesen, ne?
Machen wir so, ganz einfach, oder? Ja. Dann können wir uns das sparen eigentlich, ne? Ne, das will ich dann auch nicht. Dann machen wir den wieder weg. So. So, irgendwo war es gerade blau, aber also weil nicht angeschlossen, deswegen blau. So und dann so, das ist es doch. So wollte ich es haben. Genau. Wunderbar. Jetzt hat's geklappt. Gut, okay. Damit haben wir die Kreuzung jetzt, glaube ich, vollendet. Mit Auffahrt von dieser Straße. Was gewünscht war. Hier hinten nochmal ein Kreisverkehr. Das bedeutet, hier könnt ihr irgendwo noch eine Brücke hin mit einer Straße. Also wir haben hier auch noch eine über, ne? Ja, dann machen wir das doch so, dass wir die hier demnächst anschließen, ne? Machen wir hier gerade eine Brücke drüber, damit wir das nächste Mal noch wissen, dass wir das da machen müssen. So. Und die schwingen wir dann da so runter. Oder? Denke ich mal. Und von der Seite geht's dann hier runter. So. Die sieht schöner aus, die Brücke, ne? Da sieht's doof aus. Aber naja, ist jetzt so. So, und die verbindet sich dann damit. Wäre schön gewesen, wenn wir hier so eine Baumstraße gehabt hätten, ne? Sollen wir das gerade noch machen? Ich glaube, das machen wir gerade noch, ne? Ach so, wir haben da jetzt zufälligerweise so eine Straße dazwischen, ne? Ob das jetzt so geht? Da ist ein Pfeiler im Weg, wa? Wenn wir das da lang ziehen würden, geht es nicht da lang. Ja, da wird es wohl schon zu niedrig sein, ne? Ne, geht nicht. Gut, dann haben wir noch eine Alternative und die wäre, wir bauen einen Tunnel. Warte mal, dann machen wir das so, dass wir erstmal hier so gehen und dann so. Ach so, wir müssen ja erst noch unter die Erde. Das will er wahrscheinlich gar nicht machen, ne? Hier mehr, so. Das bedeutet, nochmal abreißen das letzte Stück. Und runter. So. Und ja, so und dann Schwung da rum und dann wieder hoch. Passt, läuft. Hat geklappt sogar. Wow. Okay, gut. Dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.